der Vorstellung einer Mauer oder eines irgendwie begrenzten Raumes oder gegebenenfalls auch eines irgendwie unbegrenzten Raumes widerspricht der folgende Text von Kahn, dem wir schon eher zustimmen. Seite 85. Ich gebe zu bedenken, dass der Text völlig übereinstimmt mit der Annahme, dass das Sein durchwegs als räumlich ausgedehnt beschrieben durch eine Struktur charakterisiert wird, die in einigen wichtigen Zügen in einer geometrischen Kugel vergleichbar ist. Natürlich ist der Text auch mit Fränkels Meinung vereinbar. Zitat, was er meint, was Parmenides meint, liegt jenseits aller Vorstellbarkeit. Was er zu sagen hat, steht an der Grenze dessen, was überhaupt noch von Sprache bewältigt werden kann. Wege und Formen, Seite 197. Angesichts eines so mächtigen originalen Geistes müssen wir zugeben, dass er versucht haben könnte, eine nicht räumliche Wirklichkeit zu denken und einfach nicht imstande war, für seine Auffassung einen Ausdruck außer in räumlicher Sprache zu finden. Es kann sein, dass er die Absicht hatte, den Aufbau einer intelligiblen Welt zu beschreiben, die Struktur eines Noetos Topos. Dann wäre er darin ein Vorläufer Platos gewesen, gerade wie in seiner Leugnung von Vergangenheit und Zukunft. Aber dann müssen wir anerkennen, dass es Parmenides nicht gelungen ist, explizit auszusprechen, was Plato zum ersten Mal in der Geschichte des griechischen Denkens ausgesprochen hat, dass das Sein, das er beschreibt, nicht im üblichen Sinn am Orte ist, überhaupt nicht hier oder dort. Im Gedicht des Parmenides gibt es keinen ausdrücklichen Bruch mit der griechischen Auffassung, dass was auch immer etwas ist, irgendwo ist, wie es einen Bruch mit der üblichen Auffassung gibt, dass was auch immer ewig ist, war und immer sein wird. Tarans Darstellung hat die Tendenz, Parmenides eine herkömmliche Haltung hinsichtlich der Zeit und eine umstürzende Haltung hinsichtlich des Raumes zuzuschreiben. Die Aussage des Textes weist in beiden Fällen in die entgegengesetzte Richtung.